Zurück, liebe Freunde des gepflegten Fußballs, weiter beim Fußballmanager 2023 in der Saison 23/24 und beim VfL Bochum Conference League Halbfinale, Heimspiel gegen den AC Florenz. Wir sind im Endspurt und ja, können was richtig Großes erreichen, wenn wir das Finale erreichen. Andere Halbfinale wird sein. Das andere Halbfinale Lazio gegen Real Betis Sevilla. Also der Gegner wird kein leichterer sein. Aber vorher müssen wir erstmal natürlich die beiden Spiele absolvieren und machen erstmal weiter auch mit den Vereinsnews. Ja, eine ligainterne Geschichte. Also News ist, Bayern ist endgültig zum Meister gekürt worden nach dem 2:0-Sieg gegen den VfL Wolfsburg. Unsere Reserve hat gewonnen, 1:0 gegen Arminia Bielefeld. Rutschen dann wieder hoch auf Platz 3 in der Reservegruppe 3. Dann haben wir eine Verletzung und einen weiteren Ausfall für den Saisonendspurt zu vermelden. Und zwar Gerrit Hultmann hat sich verletzt im Spiel gegen Dortmund, beziehungsweise, ja, da hatte ich mich jetzt vertan, wenn ich gerade sehe, verletzt beim Springen. Und zwar im Training kann das leider nur passiert sein, weil, wie ihr sehen könnt, die Nachricht kam jetzt am Montag, 2 Tage nach dem Dortmund-Spiel. Nochmal ein neues Talent konnte ich verpflichten. Christian Oswald war ablösefrei verfügbar auf dem Marktplatz und da habe ich dann nochmal zugeschlagen. Ja, wie man sehen kann, ganz gutes Potenzial zum Flügelspieler. Ist eigentlich jetzt, sage ich mal, per se im ersten Moment eingeplant, auch als Stoßstürmer, aber die Möglichkeit ist da, sage ich mal, ne? Also von den Werten her könnt ihr auch gut und gerne auf dem Flügel agieren. Wir warten mal einfach ab, würde ich mal sagen, weil ne, 15 Jahre, da ist noch ordentlich Zeit. Ja, das war's auch. Also dann kommen wir zum FC, nicht zum FC, zum AC Florenz. Bei denen geht es in der Liga, ich würde sagen, ja, überwiegend eigentlich gut so. Jawohl, wenn man ein bisschen hochscrollt. Ich würde sagen, es geht auf und ab. Insgesamt von den Ergebnissen her, ne, zwischendurch meine siegreiche Serie, aber an und für sich geht es auf und ab. Aber trotzdem, nichtsdestotrotz, eine gute Saison spielt man, wie man hier sehen kann. Gegen Juventus im Halbfinale erst ausgestiegen, jetzt wie wir selber im Halbfinale des Conference League Cups zuletzt ausgeschaltet hat man Karabakh-Aktam, vorher dann noch Trabzonspor Nizza. So gesehen ist auf jeden Fall hier zu erwähnen, 6:0 und 5:2 haben sie ja zerlegt. Das ist echt, kann man echt da schon sagen in dem Fall. Also da haben sie echt ordentlich reingebuttert. Villarreal 1:2 verloren, also die waren vorher in der Mainz-Gruppe, da sind sie abgestiegen. In der Todesgruppe auch, wie ich finde, zu dem Zeitpunkt in der Europa League. Und ja, jetzt müssen wir gegen die antreten, logischerweise. Taktisch spielen sie mit einem 4-3-3. Und das wird auf jeden Fall eine interessante Geschichte, weil wir auch mit der gleichen Formation selber antreten werden. Ian Nacho, ich glaube, den haben sie verpflichtet im Sommer oder kam er vorher noch? Nein, der kam jetzt für 38 Millionen von Leicester City. Auf jeden Fall haben sie da ordentlich Geld springen lassen. Montiano, glaube ich, auch einen anderen Neuzugang. Nee, geliehen, verliehen war er mal nach Rumänien. Nicolas Gonzalez kennen wir ja vom VfB Stuttgart. Auf jeden Fall. Da kommt auf jeden Fall richtig Qualität auf uns zu. Wir selber spielen auch mit einem 4-3-3, auch an und für sich, bis auf das Zentrum mit der ersten Garde. Okay, Ostager hat sich jetzt im letzten Saisondrittel festgespielt. Lucia vertritt da Breithaupt, der verletzt ausfällt. Und ansonsten alles beim Alten eigentlich, auch vom System her. Zu Hause wie gewohnt mit Gegenpressing. Und sonst gibt es da eigentlich nicht mehr viel zu sagen. Wir gehen dann direkt rein ins Spiel. So, optimales Ergebnis wäre natürlich ein 2 für 0, würde ich jetzt mal sagen. So, ne, also an und für sich allgemein. Die 0 muss stehen. Wollen wir hoffen, dass es das so kommt. Und ja, vor allem kein 0 zu 0. Obwohl das jetzt auch nicht an und für sich jetzt so böse wäre, ne, vom Ergebnis her. Auf jeden Fall bis dahin der schwerste Gegner im Wettbewerb, also mit Abstand. Vielleicht noch Celtic Glasgow kam da noch an. Oh, Mikkelsen mit einer richtig guten Chance.
Und Terastiano reagiert da klasse. Stöger. Mikkelsen wieder Stöger. Wieder eine richtig gute Chance in den Startminuten. Ja, da muss nur rein. Die Start 15 Minuten gehen auf jeden Fall an uns. Man sieht es überall, ne? Also Ballbesitz, Passquote, Chancen. Alles auf unserer Seite. Jan Nacho, Araujo passt auf. Man weit raus. Oh, der kommt sogar an auf Holtmann. Raus auf Mikkelsen. Kommt nicht an. Rustage setzt nach. Freiung stark von Florenz. Vielleicht nächste Angriffswelle, Lucia, Osterhage. Alde. Asano nimmt Tempo auf. Stöger, Osterhage, komm schon. Ah, der geht klar drüber. Die Chancen sind da. Ja, man sieht es, eine XG-Wert 0,23. Oh. Das muss besser. Zwingender kommen. Wieder Osterhage. Schöner Pass auf Asano. Mikkelsen setzt nach. Stöger nochmal. Ecke. Jetzt kommt er vielleicht auch gut. Geht nichts draus, wie es aussieht. Weil der starke Balleroberung. Asano legt quer, Stöger und Terracciano wieder. Ja, bisher sieht es einfach gut aus. Also sieht ganz gut aus. Nur vielleicht der eine Lucky Punch. Für uns halt natürlich, ne? Nicht für Florenz, logischerweise. Gonzales mit der richtig dicken Chance für Florenz. Da sieht man schon mal den qualitativen Unterschied, was ich meinte, ne? Starke Chance für Florenz. Hier mit der gelben wieder. Kutscher abgeprallt. Biragi. Okay, da passiert nichts. Okay, also wir sind ja die bessere Mannschaft an für sich, aber das nötigt das bisschen, das gewisse Etwas fehlt noch, sag ich mal. Gucken, wie wir das vielleicht irgendwie ändern können. Also ich würde mal vielleicht sagen, kontrolliert. Hohe Flanken auf Hofmann. Vielleicht noch versuchen, Standards herauszuholen. Ja gut, das passt eigentlich. Notentechnisch, ja gut, könnte ein bisschen mehr passieren, ne? Toto nicht so prall jetzt. Ich glaube, ich bringe da auch Kuss, los, Goralski, meine Güte. Direkt schon mal zur Halbzeit. Die Außen und der Angriff. Da warten wir das jetzt erstmal noch ab. Zufrieden? Enttäuscht?
überwiegend positive Reaktion. Muss ich jetzt auch nochmal ummünzen in eine Torchance. Also bisher sieht es ja gut aus, aber der Tor fehlt. Ich denke mal, so eine 60, 65 werde ich, glaube ich, mal aktiv da vorne. Vielleicht Asano raus, Andres Martin rein. Links dann nochmal reagieren. Batista Meier eventuell für Mikkelsen. Jetzt erstmal Asano. Versuch Stöger, Ustage und Terracino. Terracciano. Rauchen gut aufgepasst. Ruhe reinbringen oder so. Langer Ball raus auf Asano. Nächster Angriffsversuch. Walde. Wieder Asano. Gegen drei. Walde. Stöger. Zweite gute Chance. Nachgesetzt. Wieder Stöger und schade. Wieder Hofmann, Mikkelsen, Platz, Asano, mach ihn. Abseits. Der wäre drin gewesen. Abseits. Ah, schade. Danilo Soares mit einer gelben. Ah, das Tor liegt in der Luft. Osterhage, Mikkelsen, ah, gemacht. Muss er alleine machen. Ah, ne, stand schon selbst im Abseits, okay. Ich werde, glaube ich, mal jetzt mal was machen hier. Ich glaube, Ramirez bringe ich mal für Hofmann. So, Soares, verliert er den Ball? Ja, leider schon. Platz für Nacho. Setzt. Okay, das könnte rot geben. Oh, Goralski, ja, rote Karte. In so einer Phase. Oh, ist das die Seuche, ehrlich, ey. Ja, gut, dann macht er den. Ball erobern den Part, verteidigen. Ja, der Grund, warum ich Gorolski keinen Vertrag gibt. Ne? Also zwischendurch war ich nah am Loben, aber da kommt dann wieder der Realitätscheck. Ja, jetzt wird es schwer, ne? Mit 10 Mann. Ramirez. Oh, Latte. An die Latte. Abenteuerlicher Einwurf. Ihr Nacho jetzt mit dem Konter. Raus auf Castro Willi. Der hat Platz. Macht das Spiel breit. Nicolas Gonzalez und weit drüber. Oh Mann. Nächste Chance. Ramirez alleine gegen Quarta hat er keine Chance. Stark gemacht. Venuti, Baraik, wieder Venuti, ja doch Venuti aufpassen. Wie man sicher. Letzter Wechsel. Batista Meier für Mikkelsen. Alles nach vorne jetzt nochmal. Alles nach vorne. Kommt, Jungs.
letzten 10 Minuten brechen so langsam an. Andres mit der Terracciano, ja, der verdient sich seine Bestnote da hinten im Tor, ne? Ein Mann mit Qualität, ohne jeden Zweifel. Was kann man da noch machen? Ich glaube, vielleicht doch nochmal Variable. Gut, jetzt wieder Variable. Ich glaube, ich gehe doch lieber auf nur kontrolliert. Hat aber noch. Dann ist gut. Das ist mir doch ein bisschen zu viel Risiko auf eine Art. Ich vergesse immer noch nur mit 10 Mann, ne? Stöger, weit raus. Schön das Spiel wieder breit gemacht. Batista Meier. Ramirez, der Ball kommt nicht an. Nachgesetzt. Soares. Und gibt das Eckball? Ne, Abstoß. Für Florenz ein super Ergebnis, definitiv. Bonaventura. Restlich Zeit beim Eckball. Und der war gefährlich. Vier Minuten gibt es nochmal drauf. Wieder Eckball Florenz. Ja, Nacho wieder Ecke. Ja, Zeitspiel, das können sie gut, ne? Drei Minuten noch. Zwei. Okay, gefährliches Ergebnis im Windspiel, definitiv. Da läuft es ab, die letzten Sekunden laufen. Also das Einzige, was man sagen kann, was gut ist, wir waren auf jeden Fall auf Augenhöhe. Das macht auf jeden Fall Mut, sag ich mal, fürs Rückspiel auch. Da ist, wenn wir auch mit der gleichen Formation antreten, würde ich sagen, nicht unbedingt, da werden wir nicht unbedingt chancenlos sein. Ne? Ihr Nacho hatten wir richtig gut im Griff. Da habe ich bei der Ablösesumme gedacht, oha, muss ich ehrlich schon sagen, aber an und für sich war es gut. Ich sage jetzt auch mal erfreut, ne? Genau, das geht ja immer ein bisschen darum, auch die Laune hochzuhalten. Lazio 4 zu 3, auch da ist noch alles drin, obwohl Real Betis damit ein super Ergebnis. Ja, Goralski fehlt damit im Rückspiel. Und bewirbt sich weiterhin auch, warum dann auch der Vertrag weiterhin ausläuft. Wie gesagt, zwischendurch war ich in einem Loben, habe gesagt, ein Mann wie Förster. Verlass drauf, aber auch wie im letzten Jahr, dann auch manchmal, wenn es dann eng wird oder auch sehr wichtig, dann der Spieler, der aus der Reihe tanzt und mit einer roten Karte auffällig wird. Ja, da hole ich dann doch lieber einen Spieler, der vielleicht ein bisschen noch nicht so der Hitzkopf ist, als Ersatz. Das ist nicht das erste Mal, dass ich da Leidtragende so quasi ein bisschen bin, ne? Unter den so einer Hitzköpfigkeit. Na gut, da hilft jetzt nicht das Jammern. Wir müssen gucken, dass wir da jetzt das Rückspiel erfolgreich gestalten. Und ich würde wirklich sagen, nach der Leistung chancenlos sind wir nicht. Okay, ich beende den Part an der Stelle. Wünsche euch noch einen schönen Tag oder Abend. Tschüss, bis dann.